Salut, ich bin der John, ich bin 27, ich mache das Master für Life-Programm und das ist mein allererstes Seminar und bin mega gespannt, was mich erwarten wird. Ich bin der Robert, bin 19 und habe heute, respektive im Januar, mit dem Programm Master of Your Life angefangen. Leonora, ich bin 23 und habe heute den ersten Tag bei dem ganzen Master of Your Life. Valmir, bin 32 und ich habe mit dem Master of Your Life gestartet. Also, angefangen hat es über einen Kollegen von mir, der mir da empfohlen hat, um einfach ein gewisses Selbstvertrauen mehr aufzubauen oder vor allem Selbstliebe zu entwickeln, weil ich ja sehr, sehr Mühe hatte, um vor allem mit Leuten zu reden, explizit mit Frauen. Der Auslöser bei mir war, dass ich recht früh schon gemerkt habe, ich kenne mich persönlich selber noch nicht richtig und ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich es eigentlich will. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich sehr viel Energie in mir drin habe, die ich nicht zum Vorschein bringe und immer in mir unterdrücke und viele Glaubenssätze an mir habe, die mich negativ schon auf die Situation einstellen, wenn ich etwas Neues anfangen will. Also, man hat ein grosses Umfeld und die Überwindung, das Private, muss man sich an sich selber schaffen. So quasi. Rein vom Gehören, es wird emotional, da auf jeden Fall. Und grosse Erwartungen habe ich bis jetzt eben noch gar nicht, weil ich mir eben noch nichts darunter vorstellen kann. Meine Erwartungen sind sicher, dass ich aufgeklärt werde, mich selber kennenlerne, weiss, was für eine Persönlichkeit ich bin, was für Anforderungen ich von mir selber habe und natürlich halt sicher auch den Gegenüber von mir können zu lesen und auch können zu verstehen, indem, ja, mir einfach, dass es so beigebracht wird, würde ich sagen. Natürlich, dass ich das Bestmögliche raushole aus diesen ganzen Seminaren, Events und Online-Kursen, die man machen kann. Und so meine Zukunft das Beste daraus machen kann. Also, dass ich als neue Person mit einem neuen Glaubenssatz, mit einem neuen Ich stärker, besser das Beste kann machen in Zukunft. Es ist intensiver. Also, die Bibliothek bauen sich beide sehr intensiv gegen den Schluss auf. Der erste ist sicher alles Vorbereitung und der zweite ist der Punch. Also es hat mich auch selber überwältigt, weil ich es nur vom Gehören her mitbekommen, dass man seine Emotionen freien Lauf lassen muss und dass man sich einfach auf Gespräche einlassen muss mit dem Manu. Und es ist tatsächlich so. Es war sehr erfolgreich. Es war eine Achterbahnfahrt von den Emotionen her. Mal auf, mal ab. Wir haben nicht gewusst, wo man steht. Und jetzt, nach den zwei Tagen, kann ich wirklich beruhigt sagen, ich weiss, wie ich war, ich weiss auch, was ich arbeiten kann. Und das Werkzeug kann ich bekommen. Und das tue ich auch sicher einsetzen. Ja, also einfach unglaublich. Ich kann es gar nicht in Wort beschreiben. Man nimmt so viel mit aus den zwei Tagen. Man ist mit Energie geladen, pumpt. Man platzt fast. Man will es natürlich jetzt sofort umsetzen. Und das würde ich auch definitiv machen. Also der zweite Tag war wirklich das Highlight. Also es ist unbeschreiblich. Das ist, also es muss jeder das mal gemacht haben. Emotional. Emotional, weil man ist vor Sachen gestellt wurde, wo man sich sonst nicht gewohnt ist. Es ist ein komplett neues Umfeld und wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat, aktiv, dann kriegt man schon mal einen gewissen Punch ins Gesicht über. Du hast Boden gefasst. Und jetzt weißt du, wo du arbeiten kannst und bist sicher beruhigt. Und am meisten, was ich jetzt momentan verspüre, ist einfach Euphorie. Ich kann es nicht beschreiben. Also ich bin voll glücklich und ja, mega motiviert, das natürlich auch umzusetzen und auch das Ergebnis dann auch zu sehen und mich selbst können reflektieren. Absolut positiv. Also, das ist unbeschreiblich, wie gesagt. Das ist etwas, das ja, man muss es selber erleben. Absolut. Danke vielmals an Manuel. Danke an das gesamte Team, dass sie da alles ermöglicht haben und auch, dass alle so hilfreich dabei sind und alle unterstützen können. Und eins kann ich sagen, ich freue mich auf jeden einzelnen weiteren Seminar und jeden einzelnen Tag, wo ich mit Manu und sein Team verbringen und Neues dazu lernen und aneignen kann. Also Manuel Gomez, ganz allen Leuten, dass sie das ermöglicht haben. Also das ist wirklich etwas, was nicht tagtäglich ist. So, ich danke euch allen für eure Leistung, die ihr jetzt hier gebracht habt, die zwei Tage. Und auch, dass es überhaupt so Menschen gibt, die anderen Menschen helfen wollen.